Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Hallo Gabi. Hallo Stefan, hallo zusammen. Ja, an altbewährter Stelle treffen wir uns heute wieder, um über spannende Themen zu sprechen hier im Heimtier-TV. Themen rund um Heimtierhaltung und wie gewohnt, so findet ihr alle Inhalte natürlich auch in dem Heimtierjournal, das ihr in allen teilnehmenden Zookaufstandorten gratis bekommt. Also vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Und heute geht es schon mal in Kurzform um eine der Themenwelten, die dort besprochen werden, nämlich Pflege und Hygiene. Richtig, das ist im aktuellen Heimtierjournal zu sehen und darüber sprechen wir heute. Genau. Ja, und bei Pflege und Hygiene gibt es natürlich viele unterschiedliche Dinge zu beachten. Also wenn wir jetzt von Hund und Katze ausgehen, dann ist das ja schon Pflege von Kopf bis Fuß, kann man sagen. Also da muss man wirklich alle Partien, Bereiche im Blick haben. Genau, also das ist einfach vollumfänglich. Ja, beginnen wir mal mit der Fellpflege vielleicht hier gleich. Und ein gesundes Fell hat eigentlich einfach schon eine ganz positive Ausstrahlung und zeugt einfach auch schon von einem gesunden Tier. Denn Fell, ist es verfilzt, ist es irgendwie nicht gebürstet, können sich Parasiten und Krankheitserreger einschleichen. Und das wirkt sich natürlich auf den Glanz, auf das komplette Fell aus. Und hier muss man einfach immer regelmäßig bürsten. Und das ist schon mal für die Fellpflege ganz, ganz besonders wichtig. Also Haut und Fell, das sind eben wichtige Faktoren. Wenn jetzt mal der Hund oder die Katze komplett durchnässt, aber auch schmutzig wieder reinkommt, sollte ich dann sofort irgendwie den Hund oder die Katze nehmen, wobei bei Katzen ist es noch schwieriger als bei Hunden oftmals, das stimmt. Und dann versuchen, dann das warme Schaumbad einlaufen zu lassen, mit Sicherheit nicht. Ja, das Bad sollte eigentlich immer grundsätzlich die Ausnahme bleiben. Also wenn der Hund oder die Katze verschmutzt sind, dann kann man das in der Regel eigentlich immer gut ausbürsten. Also wenn die sich nicht gerade, und das wird die Katze eher weniger tun, wenn vielleicht der Hund in irgendwelchen Kudung gewälzt hat, dann muss man, stimmt, dann ist vielleicht sicherlich auch das eine oder andere Bad mal sinnvoll, aber grundsätzlich nicht. Ausnahmefälle gibt es natürlich und dann reden wir aber auch von Hauterkrankungen, Parasitenbefall oder auch so starken Verfilzungen, dass ich es einfach mit der normalen Bürste oder dem Kamm nicht mehr entfernt kriege. Und wichtig, wenn ich das vielleicht noch sagen darf an der Stelle, ist natürlich, dass ich das dann auch ganz mit speziellem Shampoo aus dem Zoofachmarkt behandle. Also dafür gibt es spezielle Hundeshampoos und niemals irgendwie das Badeshampoo nehmen, was ich selbst benutze. Ja, also klar, aufgrund des pH-Wertes der Haut muss man da natürlich entsprechend aufpassen. Also erster Schritt ist eigentlich, man schaut, dass man eben entsprechend mit Bürste, Kamm und so weiter das Fell behandelt. Da kriegt man schon sehr, sehr viel auch an Verschmutzungen einfach rausgebürstet und das sollte man auch regelmäßig tun. Genau. Und dann, wenn ja die Ultima Ratio wirklich das Bad ist, dann gibt es eben auch natürlich da spezielle Shampoos, Pflegeprodukte und die kann man bedenkenlos verwenden. Und wichtig ist dann nur, wenn es dann ausnahmsweise auch zum Bad kommt, dass man dann natürlich auch entsprechend keinen Föhn benutzt, sondern um Gottes Willen, ausschließlich genau. Eben mit einem Handtuch. Trockenrubbeln, genau. Dann genau. Ist das einfach auch schon gut. Und was die Bürsten oder die Kämme anbelangt, hier sehen wir ja gerade auch eines, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Unterschiede noch, die ihr in den Zoofachmärkten auch bekommt. Das hängt einfach auch davon ab, was für eine Fellbeschaffenheit euer Vierbeiner hat. Ist er lang, kurzhaarig, also je nachdem. Da passt dann auch die entsprechende Bürste aus dem Fachhandel dazu. Genau, also regelmäßige Kontrolle ist das A und O. Und gleichzeitig kann man natürlich auch schauen, habe ich jetzt beispielsweise eine Katze, eine Langhaarkatze, dann muss ich natürlich viel, viel intensiver noch mich um die Fellpflege kümmern. Aber ansonsten sollte man es einfach regelmäßig im Blick haben, kontrollieren. Und das gilt ja im Übrigen nicht nur für das Fell und die Haut, sondern eben auch für alle anderen Körperpartien, also zum Beispiel die Augen und die Ohren. Auf jeden Fall, genau. Ich kontrolliere auch regelmäßig die Ohren und die Augen der Tiere. Dann hängt es auch noch ein bisschen davon ab. Beim Hund hat er Schlappohren oder eben aufstehende Ohren. Bei den Schlappohren ist die Pflege auch noch mal etwas intensiver. Und wenn irgendwie Verschmutzungen im Ohr oder auch im Auge ist, dann entferne ich das mit einem feuchten Tuch. Da gibt es auch spezielle Pflegetücher aus dem Fachhandel. Ich kann aber auch ein normales Kosmetiktuch letztendlich benutzen, um Verkrustungen oder Ähnliches dann auch zu entfernen. Wichtig ist, dass ihr niemals irgendwie mit Wattestäbchen im Ohr hantiert der Tiere. Das ist einfach, da sind die Verletzungsgefahren zu groß.
Also am besten einfach immer schauen und die passenden Produkte im Zoofachhandel sichten. Und da kann man sich natürlich auch bestens beraten lassen. Und jetzt in der aktuellen Themenwelt, um die es geht, ist eben auch der Vorteil, dass die teilnehmenden Zoofachgeschäfte, die Zookauffachgeschäfte eben dann auch die entsprechenden Produkte schon ja, praktisch gruppiert haben, sodass man dann direkt auf einen Blick alles sieht, was man eigentlich so benötigt, um dann gut ausgerüstet und ausgestattet zu sein. Wenn man jetzt von der Pflege des Fells, Augen, Ohren absieht, was gibt es noch, dann ist natürlich das Thema Zahnhygiene noch so ein wichtiges. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss ich natürlich auch gucken. Da wird natürlich auch gerne empfohlen, dass man den Tieren beispielsweise durch das Zähneputzen auch die entsprechende Zahnpflege zukommen lässt. Da muss ich natürlich sagen, das ist immer so eine Sache. Also grundsätzlich auch die Zahnpflege. Je früher ich mit all den Pflegemaßnahmen, die wir jetzt auch gerade schon besprochen haben, beginne, desto leichter ist das sicherlich, sowohl beim Hund als auch bei der Katze, wobei bei der Katze immer noch mal ein bisschen spezieller. Und was die Zahnpflege anbelangt und das Zähneputzen, da muss man einfach schauen, wie gesagt, je früher, je mehr wird das Tier das annehmen, aber das bleibt halt speziell, das mag nicht jedes Tier. Ja, da muss es aber allerdings auch nicht dann immer die Zahnbürste gleich sein, sondern es gibt auch entsprechende Zahnpflegeprodukte und Ergänzungsfuttermittel, die darauf auch nochmal aus sind, hier entsprechend die Zahnpflege zu gewährleisten. Ja, also ich denke, das Thema Prophylaxe ist in dem Fall sehr wichtig, weil ansonsten muss natürlich die professionelle Zahnreinigung bei der Tierärztin oder beim Tierarzt her und das findet dann unter Narkose statt und ist immer doch etwas, was dann gerade den älteren Tieren zu schaffen macht. Also dementsprechend, wenn man frühzeitig vorsorgt, ist es umso besser. Ne? Auf jeden Fall. Also man darf auch nicht vergessen, das ist dann ähnlich wie beim Menschen. Wenn es nämlich dann zu entsprechenden Zahnentzündungen kommt, kann das natürlich auch wirklich Auswirkungen. Je schlimmer die Entzündung ist, dann fallen Zähne aus. Im Zweifelsfalle oder im schlimmsten Fall, das kann dann aber auch organische Schäden haben und das möchte ja niemand. Also Snackprodukte, Gabi hat schon erwähnt, gibt es natürlich wie Sand am Meer fast schon, aber es gibt eben auch zahlreiche Snackprodukte, die dann speziell auf das Thema Zahnhygiene abzielen, bis hin zu vegetarischen Kausnacks, die sogar eine Form einer Zahnbürste haben, also ganz unterschiedliche, auch nicht nur für den Hund, sondern auch für die Halterin oder den Halter ganz interessante Produkte. Ja, und dann ist natürlich, wenn man sich so die verschiedenen Partien anguckt, ist das Thema Pfoten natürlich jetzt gerade auch im Herbst und im bevorstehenden Winter etwas. Da kann man dann eben auch nochmal schauen, gerade wenn es mal Schnee gibt und dann doch irgendwo Streusalz gestreut wurde bei Glatteis, dass man dann eben auch ein bisschen auf die Pfotenpflege nochmal abhebt. Ne? Auf jeden Fall, da gibt es spezielle Pfotenpflegecremes, die man eben nutzen kann. Und wichtig ist halt immer nach jedem Spaziergang wirklich und gerade im Winter und gerade wenn wir wissen, da liegt entsprechend, ist gestreut worden, dass man eben auch die Pfoten reinigt, mit lauwarmem Wasser abspült und dass da nichts mehr zwischen den Ballen sich befindet und sich entzünden kann. Ja, dann kommen wir noch zu einem sensiblen Thema. Sensibel, weil gerade bei Katzen das stille Örtchen ja ein wichtiges Thema ist und so wie einige Katzen auch sehr mäklich sind, wenn es ums Futter geht oder die Snackprodukte geht, das kann zumindest schon mal der Fall sein, ist es dann eben auch schon mit der Katzentoilette. Normalerweise denkt man ja, wenn man vielleicht noch keine Katze hatte, naja, da kauft man eine Katzentoilette, die stellt man irgendwo hin und gut ist, aber dem ist ja nicht immer so. Genau, also dem kann so sein, aber eben Katzen sind halt sehr wählerisch, sehr speziell und es gibt halt unterschiedliche Katzenmodelle, Katzentoiletten, die ich im Zoofachmarkt erhalten kann. Aber es ist halt die Frage, es gibt offene Modelle, es gibt Haubenmodelle oder eben auch tatsächlich die neuesten Versionen sind dann eben mit Einstieg von oben. Und das ist aber tatsächlich so, es muss einfach der Katze gefallen. Wenn die Katze irgendwie in kein Haubenmodell möchte, dann, so schön ich das finde, dann macht es keinen Sinn. Dann ist wahrscheinlich die offene Variante die bevorzugte. Aber da gilt es einfach auch an manchen Stellen auszuprobieren, was eben die Katze mag. Ja, und dann kann man natürlich auch noch schauen, das Wichtigste ist natürlich, was präferiert die Katze? Hat man das einmal rausgefunden, dann geht es natürlich auch darum, was fügt sich am besten in den Alltag und in das eigene Heim ein. Das gilt insbesondere für die Streu, die dann gewählt wird, für die Katzenstreu, weil da gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche. Also es gibt welche auf Bentonit-Basis, es gibt welche, hier sehen wir eine, die ist auf Weizenspreu-Basis, also das sind wirklich dann quasi
Abfallprodukte, die in der Lebensmittelproduktion anfallen und nicht anderweitig verwendet werden können, also auch sehr nachhaltig. Da gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Produkte. Und da muss man einfach mal gucken, was gefällt der Katze oder dem Kater. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ja, muss es zu Hause irgendwie auch sinnvoll sein, weil man muss ja auch ja, das Eigenheim noch entsprechend gut reinlich halten können und auch mit dem Staubsauger entsprechend gut alles dann, was vielleicht mal daneben geht, an Streu aufsaugen können. Jetzt haben wir sehr, sehr viel, was das Thema Zubehör betrifft. Und dann geht es natürlich noch um das Thema Sauberkeit und Hygiene insgesamt. Also es betrifft die Katzentoilette, ja. Betrifft aber natürlich auch den Futternapf oder die Trinkschale fürs Wasser. Auf jeden Fall. Also was die Katzentoilette anbelangt, ist natürlich klar, regelmäßig reinigen, Kot und Urin entfernen täglich und den kompletten Austausch. Je nachdem, wie viele Katzen ihr auch zu Hause habt, ist das natürlich auch definitiv wöchentlich erforderlich und immer wieder auch nachschütten die Streu, damit genügend Streumaterial in der Schale sich befindet. Ja, und was du ansprachst, die Napfgeschichte ist natürlich folgendes, dass einfach gereinigt werden muss, ist ganz klar. Ich denke mal, ist auch für jeden Tierhalter irgendwie eine Selbstverständlichkeit, die Näpfe regelmäßig und jeden Tag auszuwaschen. Und wichtig ist auch, dass ihr das Futter regelmäßig wechselt. Bei Nassfutter ist es sowieso so, dass es sehr häufig auch direkt aufgefressen wird. Der Rest wird sowieso dann auch vernichtet. Und beim Trockenfutter, das steht natürlich auch schon mal ganz gerne etwas länger da, sollte aber auch immer ein Auge drauf gehalten werden, weil eben in den meisten Fällen auch die Tiere das schon mit ihrem Speichel irgendwo ein Stück weit berührt haben. Und dann kann das natürlich auch verderben. Deswegen muss das auch regelmäßig gewechselt werden, was an Rest in der Schale bleibt. Und das eben regelmäßig täglich und eben nicht nur in der bevorstehenden kühlen Jahreszeit. In der warmen Jahreszeit ist es noch viel extremer natürlich, dass man da noch mehr drauf achtet und natürlich dann auch einer Keimbelastung oder einer Bildung von unangenehmen Gerüchen vorbeugt. Aber das trifft eigentlich jede Jahreszeit und sollte man eben täglich auch natürlich tun. Ja, und wir haben jetzt hier auch verschiedene Produkte, die wir sehen, unter anderem auch Produkte der Firma Dr. Clauders. Und da sind wir bei unserem Gewinnspiel, denn ihr kennt es ja schon, in jeder Ausgabe des Heimtierjournals findet ihr zu unseren Themenwelten auch tolle Gewinnspiele, wo es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Und das aktuelle Gewinnspiel präsentiert die Firma Dr. Clauders. Da kannst du mehr zu sagen, Gabi. Ja, genau. Also ihr findet das einmal im aktuellen Heimtierjournal, in eurem Zoofachhandel oder eben auch auf zookauf.de. Das Gewinnspiel von Dr. Clauders, da könnt ihr ein tolles Verwöhnpaket für euren Hund oder eure Katze gewinnen. Das müsst ihr am besten mit angeben, damit ihr auch das richtige Paket bekommt. Und im Futter, in dem Verwöhnpaket enthalten sind eben tolle Futtermaterialien und vom gesunden Futter über schmackhafte Snacks bis Ergänzungsfuttermittel findet ihr da einfach ein tolles Verwöhnpaket. Wunderbar. Also auf jeden Fall ins Heimtierjournal reinschauen. Mitmachen, per E-Mail oder per Post geht letztendlich beides. Also einfach entsprechend teilnehmen und dabei sein und mit ein bisschen Glück, und wir drücken euch da die Daumen, habt ihr bald schon eines dieser tollen Verwöhnpakete zu Hause und könnt natürlich auch da eure tierischen Lieblinge rundum umsorgen und verwöhnen. Ja, und wenn es um Pflege und Hygiene geht, haben wir die ganze Zeit eigentlich natürlich über Hunde und Katzen gesprochen, aber das trifft alle Tierarten gleichermaßen. Und wenn wir jetzt mal unter Wasser gehen sozusagen und in die Welt der Fische gucken, da hattest du ja die Gelegenheit, ein spannendes Interview zu führen mit Dieter Untergasser, und da geht es um das Thema Fische. Ja, genau. Also ich konnte mit dem Sera-Experten Dieter Untergasser sprechen, und das ist wirklich der absolute Experte, wenn es um Fischerkrankungen oder Fischkrankheiten geht. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie man am besten Fischkrankheiten vorbeugen kann. Da schauen wir gerne mal rein. Ja, geht es um die Kompetenz und das Know-how rund um relevante Themen der Aquaristik, kommt man um einen Experten nicht herum, nämlich Dieter Untergasser. Er ist seit vielen Jahren eine feste Größe auf diesem Gebiet, und sein Expertenwissen präsentiert er in vielen Fachveranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Seit 1995 ist er als Experte für Sera tätig. Zudem ist Dieter Untergasser Autor verschiedener Bücher und seit über 50 Jahren begeisterter Aquarianer. Er züchtet seit mehr als 40 Jahren verschiedene Fischarten, und seine Leidenschaft, korrigieren Sie mich später, Herr Untergasser, sind Diskusfische. Wir sprechen heute mit ihm über das Thema Vorbeugung und Früherkennung von Fischkrankheiten. Ja, schönen guten Tag, Herr Untergasser. Ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie uns hier für die Fragen zur Verfügung stehen. Ja, hallo, schönen guten Morgen, Frau Eberts. Ja, ich fange mal an. Auch Fische im Aquarium können ja krank werden.
Und woran erkenne ich denn, dass es meinem Fisch nicht gut geht? Gibt es da bestimmte Symptome, die darauf hindeuten? Naja gut, jede Krankheit hat ihre eigenen Symptome, aber prinzipiell ist es so, wenn der Aquarianer regelmäßig seine Fische beobachtet, dann kennt er ja ihr natürliches Verhalten. Und dann fällt ihm sofort auf, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und die Fische zeigen halt, wenn sie sich nicht wohlfühlen oder wenn sie krank werden, das an ihrem Verhalten. Das heißt, es ist aber auch oft dann nicht nur ein Fisch, sondern meistens werden ja mehrere im Aquarium krank oder alle. Und es gibt natürlich dann Symptome, die einem sehr schnell auffallen. Die Fische scheuern sich zum Beispiel an irgendwelchen Gegenständen, Dekorationen an der Pflanze. Je nachdem, was es für Krankheiten sind, zeigen sie Flossenklemmen, eine schnelle Atmung bei Infektionen der Kiemen, durch Kiemenwürmer zum Beispiel. Wenn die Haut von Parasiten befallen ist, dann zeigen sie auch ruckartiges Schwimmen. Oft stehen sie im Wasserstrom vom Filterrücklauf. Sie springen. Auch das ist ein klares Symptom. Oft springen auch gerade bei Vergiftungen, wenn irgendwie Nitrit vorkommt. Ja. Aber auch da ist schnelle Atmung festzustellen dann. Oder manche Fische, die eben auch höher entwickelt sind von ihrer Evolution her, können sich dunkel färben. Das heißt, man sieht es quasi schon so am Erscheinungsbild des Fisches, ja, dass was nicht stimmt oder am Verhalten halt. Gibt's denn, was sind denn so die häufigsten Fischkrankheiten? Ja, am häufigsten ist immer noch die Pünktchenkrankheit oder auch Grießkörnchenkrankheit, Ichthyophyterius multifilii, wie er wissenschaftlich heißt. Das ist ein Einzeller, der eigentlich nicht auf der Haut, sondern in der Haut parasitiert. Im Schwärmerstadium dringt er in die Haut ein und wächst dann in der Haut, bis man diese weißen Pusteln sieht. Die können auch recht groß werden, 1 Millimeter bis 1,5 Millimeter. Wenn der Erreger dann ausgereift ist, dann löst er sich vom Fisch, verkapselt sich irgendwo im Becken, meistens am Bodengrund oder in einer ruhigen Wasserzone. Und dann teilt er sich und aus jeder dieser Zysten entstehen dann so 500 bis 800 Schwärmer. Die teilen sich oft nochmal. Also da können weit mehr als 1000 Schwärmer auch entstehen. Und dann ist natürlich aufgrund des begrenzten Lebensraum Aquarium, ist natürlich die Verbreitungsrate immens hoch. Was ist denn jetzt, hatten Sie jetzt eingangs auch schon gesagt, meistens befällt es ja dann nicht nur ein Fisch, sondern durchaus auch dann mehrere. Also wenn ich jetzt einen erkrankten Fisch oder eine Fischgruppe habe, wie ist dann das weitere Vorgehen? Was muss ich tun? Naja, man muss halt schauen, dass man eine richtige Diagnose bekommt. Das große Problem ist eben, dass es eben nicht nur den Ichthyo gibt, sondern es können eben dann auch Hauttrübungen auftreten, bakterielle Infektionen, Pilzinfektionen. Bei Pilzen ist es sehr einfach. Pilze sind immer dadurch zu erkennen, dass fadenartige Gebilde von der Haut abstehen. Deshalb heißen die ja auch Fischschimmel. Und da gibt es Medikamente aus dem Zoofachhandel, das ist kein Problem. Weiterhin haben wir halt auch das Problem, dass es in ganz Deutschland nur 10 Fischtierärzte gibt, also spezialisierte Tierärzte auf Fische. Und insofern ist man da oft alleine auf sich gestellt. Das heißt, wie kommt man dann weiter? Ja, am besten halt ein Bild machen. Jeder hat ja ein Handy mit Foto heutzutage, das ist schon gut. Und beim Zoofachhändler mal vorzeigen, weil die Leute, die kennen sich dann schon aus und können einen dann auch beraten auf das entsprechende Medikament. Innere Krankheiten sind dann schon schwierig, ne? Wenn die Fische dann Darmparasiten haben, das kann man dann nur über Kotproben feststellen, die man mit dem Mikroskop untersucht. Dann muss man auch die Eier erkennen, dieser Würmer oder was es eben auch ist. Und ja, Flagellatenbefall des Darmes kommt halt auch häufig vor. Und das sind alles Probleme, die so leicht nicht zu erkennen sind. Da sollte man halt schon dann einen Fachmann konsultieren. Das heißt, die Angestellten im Zoofachgeschäft haben halt da schon eine große Erfahrung. Abgesehen davon gibt es viele Zoogeschäfte, die selbst auch ein Mikroskop haben. Und da liegt halt auch die Kompetenz. Da kann man dann mit einer Kotprobe hingehen und kann sie dort untersuchen lassen.
Okay, also das heißt, weil Sie jetzt ja auch schon die Medikamente ansprachen, mein Weg wäre halt in den Zoofachmarkt, um dort den Experten wirklich auch mal zu fragen, wie kann ich jetzt hier irgendwie weitergehen und wie kann ich jetzt die Krankheiten, die Sie jetzt eben ansprachen, es gibt sicherlich ja auch viele Krankheiten, die sich vermeiden lassen. Und was kann man denn so an prophylaktischen Maßnahmen auch ergreifen, damit es erst gar nicht zu Erkrankungen kommt? Regelmäßige Beobachtung des Aquariums und seiner Insassen ist natürlich ganz wichtig und wichtig ist eben auch regelmäßig das Wasser zu wechseln. Das hängt von der Größe des Aquariums und des Besatzes ab. In der Regel für einen normalen Besatz reicht zu ein Viertel, ja, zu 10-15% bis maximal ein Viertel bei starkem Besatz Wasserwechsel pro Woche. Und man sollte halt dabei auch den Mulm absaugen und mit der Mulmglocke den Boden durchgehen. Denn die Vermehrungszysten und die Eier von Parasiten, die liegen hauptsächlich unten und könnten damit dann auch entfernt werden. Dazu kommt dann natürlich, dass die Tiere ordentlich ernährt werden. Viele Krankheiten sind einfach auf eine falsche Ernährung zurückzuführen. Es gibt keinen Fisch, den ich nur mit Flockenfutter ernähren kann. Und wenn das eben auch das beste Flockenfutter auf dem Markt ist, ja, eine einseitige Ernährung ist immer problematisch. Es ist ganz wichtig, dass man immer in Abwechslung zum Trockenfutter auch noch ein ballaststoffreiches Futter gibt. Und das können zum Beispiel gefriergetrocknete Insektenlarven sein. Ja, da gibt es ja eine breite Palette, Wasserflöhe, alles Mögliche. Also das heißt, ich würde jetzt mal so zusammenfassen, die richtigen Pflegemaßnahmen im Aquarium und auch eine ausgewogene Ernährung ist schon eine gute Grundlage, um die Fische dauerhaft gesund zu halten. Das auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr, wirklich sehr interessant für den umfangreichen Einblick. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Untergasser. Das hat, glaube ich, vielen Zuhörern ganz sicherlich auch viele Tipps geben können, wie denn dann auch im Falle eines Falles, wie man sich dann auch verhalten soll. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre umfangreichen Auskünfte in diese Richtung. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und gutes Gelingen für die nächsten Schulungen und Bücher und auch in der Zucht Ihrer Fische. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke auch und es hat mich gefreut, das Interview zu machen. Und ich hoffe, dass ich Ihren Zuschauern helfen konnte oder vielleicht auch Anregungen geben konnte. Ja, ein spannendes Interview mit Dieter Untergasser und ich hatte kürzlich auch die Gelegenheit, mal mit ihm länger zu sprechen im Rahmen einer Messe und da habe ich dann auch festgestellt, er ist ja wirklich passionierter Aquarianer, hat schon jahrzehntelange Erfahrung auch im Zuchtbereich, ist Sera-Experte seit vielen, vielen Jahren, also dementsprechend wirklich ein profunder Kenner der Materie und ich denke, ihr konntet auch das ein oder andere rausziehen und natürlich findet ihr auch in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften dann die passenden Produkte, um dann vielleicht auch zu intervenieren, zum einen damit es nicht so weit kommt oder wenn dann eben schon irgendwo ein Problem existiert, dann etwas dagegen zu tun. Das war schon unsere aktuelle Themenwelt. Es ging echt schnell, finde ich. Ja, fand ich auch. Kurz, aber gut. Kurz, knackig, gut. Ich hoffe, die gleiche Empfindung hattet ihr auch. Es hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Gabi. Danke auch, Stefan. Für die super Vorbereitung. Und ihr findet alle Themen, wie eben schon gesagt, auch im aktuellen Heimtierjournal. Also schaut gerne einfach mal vorbei in eurem Zookauffachgeschäft und holt euch eine Ausgabe ab. Und macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao.